Ja, wie gesagt, ein Haus ganz alleine gebaut, das erste. Es war sehr, sehr anstrengend. Es waren 4 Jahre viel Kraft mit 2 kleinen Kindern und allem drum und dran. Und da habe ich mir gesagt, wenn wir jetzt den Schritt nochmal gehen, weil unser Haus in Habersdorf sehr, sehr schön ist und wir das schweren Herzens aufgegeben haben, aber die Vernunft hat hier entschieden, weil wir ganz einfach ein riesengroßes Grundstück hatten. 1600 Quadratmeter Hanglage war einfach körperlich und zeitlich nicht mehr zu schaffen. Und das Haus hatte dann auch schon so ein bisschen Sanierungsstau, neue Fenster hätten sein müssen, Türen und. Und wir wussten, was für Arbeit dahinter steckt, ein Haus zu bauen. Mhm. Und da haben wir gesagt, wenn wir uns für diesen Schritt entscheiden, einen Standort zu verlagern, dann muss es die Schlüsselfertige sein. Wir können es zeitlich beide nicht leisten, ein Haus nochmal neu zu bauen. Wir sind beruflich sehr stark eingespannt und ja, und da sind sie uns ins Auge gefallen. Und so sind wir auf Botzer Zehlinghaus gekommen. Ja, und der Raumaufteilung, den Grundriss, das sind ja unsere Ideen gewesen. Ja. Und das fand ich eben auch sehr, sehr schön, dass wir uns im Prinzip nur an die Außenmaße irgendwie halten mussten. Und was hier drinnen passiert, das war vollkommen egal. Also das wollten wir nach unseren Vorstellungen alles verwirklichen. Ja. Da gab es nie ein Veto, dass das nicht gehen würde, sondern Das ist eine Einzelplanung. Das ist ja kein Standorthaus von der Stange, sondern ist ja wirklich individuell geplant. Mhm. Also erlebt habe ich es täglich oder wir täglich. Ich war immer vor Ort und der spannendste Moment war natürlich, als das Haus geliefert wurde und Stundentakt oder Dreiviertelstundentakt die Fahrzeuge hier ankamen, immer mit 4 Wänden an Bord. Und nach 3 Tagen war ja alles fertig. Ne? Also war die Hülle gebaut und der Dachstuhl gerichtet. Das war schon spannend. Das ist überhaupt das Erhebendste gewesen. Denn wenn man schon mal selbst gebaut hat oder auch wenn monolithisch gebaut würde, dauert es ja dann schon mal 3-4 Wochen, nicht? Bis so ein Rohbau steht. Und das war eben hier an 3 Tagen vergessen. Das war schon sehr spannend anzusehen. Das glaube ich. Und auch schön. Also es war ja auch eine sehr trainierte Mannschaft, die das aufgestellt hat. Es war gut zuzusehen, dass die genau wissen, wie jeder Handgriff sein muss, damit es auch so funktioniert. Ansonsten war natürlich das Erlebnis, mit Rötzer zu bauen, insgesamt ein sehr positives. Also angefangen vom ersten Kontakt. Ich weiß noch, wie ich die erste E-Mail schrieb an ihr Haus hier in Harmsdorf. Und innerhalb von 24 Stunden kam eine Antwort. Also die Betreuung war wirklich über die gesamte Bauzeit so, wie wir es nicht gedacht hätten, dass es tatsächlich stattfinden könnte. Viele Firmen versprechen viel und sagen, das wird. Aber hier ist es wirklich so gewesen. Naja, mit Sicherheit die Unterzeichnung des Bauvertrages. Da hatte ich schon Herzklopfen, weil wir wussten, jetzt machen wir es fest. Jetzt müssen wir uns auch von unserem Habersdorfer Haus trennen. Das war dann klar. Ja, da haben wir wirklich auch 2 Jahre mit uns gehadert, ob wir das machen oder nicht. Das war schon nicht ganz einfach. Aber wo dann die Unterschrift unter dem Vertrag war, dann war das ein Selbstläufer. Also das war für uns emotional sehr... Emotional war es. Ganz gleich wieder bei. Ja. Aber es war eine richtige Entscheidung. Und was für mich total spannend war, war die Bemusterung. Das waren wirklich 2,5 Tage Hardcore-Konzentration und hat uns da so gut durchgeführt und hat an so viele Details gedacht, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Allein das Elektroprojekt, da haben wir schon zu Hause gesessen und haben überlegt,
ja, wir brauchen die und die Steckdose, das wussten wir von unserem anderen Haus. Ja, und dann sagte sie, aber da braucht er auch noch eine und hier müsst ihr noch dran denken. Und da, also das fand ich schon bewundernswert, wie sie da an so viele Details dachte und was die gesamte Ausstattung des Hauses anging auch. Also da hat sie uns wirklich sehr gut beraten, weil wenn man zu viele Möglichkeiten hat, da wird man ja nie fertig. Und wir haben ihr so grob gesagt, wie unsere Vorstellungen sind und sie griff das Schubfach und das war sie. Und dann war die Sache erledigt. Und das war schon cool, das hat sie schon echt gut gemacht. Und eine Geduld, Wahnsinnsgeduld. Aber auch sehr, sehr kompetent, also das war schon. Ja. Es ist die gleichmäßige Wärme im Haus. Es sind also wirklich auf ein halbes Grad Unterschied in allen Räumen Tag und Nacht die gleiche Temperatur. Das ist beeindruckend. Das hatten wir in unserem ersten Haus nicht. Da war es eben eine geregelte Heizung, die Nachtabsenkung hatte und so. Aber mit dieser Klimawärmepumpe haut das perfekt hin und ist sehr, sehr angenehm. Sie merken es ja jetzt. Ne? Ja. Hier steht irgendwo so ein Messgerät. 23,7 Grad und die sind es rund um die Uhr. Ja, mein Highlight ist das Treppengeländer. Aha. Das war schon beim ersten Haus, hätte ich gerne eine Glasstahltreppe gehabt. Aber das war zu DDR-Zeiten A, nicht auf dem Markt und B, nicht bezahlbar. Und das wollte ich eher nicht zu kriegen. Ne? Das war damals das Problem. Ja, und das war auch eine gewendelte Treppe. Das ist ja dann sowieso noch schwieriger. Und jetzt haben wir ja hier eine altersgerechte. Also selbst wenn wir dann halt irgendwann nicht mehr die Treppe hochkommen, können wir uns einen Treppenlifter anbauen. Das haben wir schon alles so konzipiert, dass wir hier alt werden können, ohne dass wir hier nochmal raus müssen. Und ja, und da ist tatsächlich das Treppengeländer mit dem Glas und dem Edelstahl so das Highlight für mich. Und ja, es ist überhaupt nicht putzschlimm, weil wir haben vier kleine Enkel. Wenn die da sind, sieht man natürlich, wo die langgelaufen sind. Aber da gibt es ein schönes Putzmittel und einen Lappen und dann ist es in 2 Minuten wieder erledigt. Und zwar in unserem Haus in Habersdorf hatten wir das auch räumlich getrennt. Und die Familie saß immer im Wohnzimmer und ich stand immer in der Küche. Und zwar alleine. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Und wir haben den Küchen-Essbereich ja so gestaltet, dass ich in der Küche autark unterwegs sein kann und die Familie sitzt hier und wir können trotzdem miteinander erzählen. Ich bin nicht alleine und alle können zugucken und mein Schwiegersohn kann auch sehr gerne mithelfen, weil der kocht nämlich wirklich richtig gut. Und dann haben wir alle hier im Blick und können zusammensitzen und feiern und das hat noch den praktischen Nutzen, wir haben unsere Enkel im Blick. Deswegen auch keine Türen hier unten, keine Türblätter, wir haben also wirklich nur die Zargen ganz bewusst auch weggelassen, weil die in Habersdorf immer offen standen und immer am Weg waren. Und ja, und hier haben die so eine richtig schöne Rennbahn und wir haben es trotzdem im Blick. Also wir haben unter dem Dach, das werden Sie nachher draußen sehen, unseren Lieblingsplatz für die heißen Sommertage eingerichtet. Es ist schön kühl. Und hier haben wir tatsächlich beide für uns die Couch-Ecke als Lieblingsecke. Und ich muss sagen, böserweise mein Arbeitszimmer. Ich sitze da so gerne und arbeite. Ich arbeite viel am Schreibtisch, durch die Corona-Zeit sowieso viel Online-Unterricht gemacht und ähnliches. Und auch Seminare online gemacht und. Und das ist so schön, dass ich da gerne sitze und arbeite. Und ich habe auch noch einen Lieblingsplatz. Wir haben uns einen Hobbyraum gegönnt, der ist zugleich Abstellkammer und so. Und den haben wir so eingerichtet, dass man da auch mal was basteln kann. Und ich bin Elektroniker von meinem ersten Berufsleben und habe ein Hobby, das ist Garteneisenbahn. Und da kann ich eben bei warmen Temperaturen eben an der Werkbank stehen und kann was bauen. Ja. Und muss da nicht irgendwie in einen kalten Keller oder eine Garage oder sowas. Und das ist ganz gemütlich und kuschelig und ist hier mit dem Haus. Ja, man muss also nicht das Haus verlassen, um seinem Hobby danach zu gehen. Ich habe es vorher gesagt probiert, aber das Wetter hat nicht mitgespielt. Das Leben ist ja träge, logischerweise. Ne? Und es dauert bestimmt 3-4 Tage, ehe man da eine Wirkung merkt. Und bis dahin hatte sich die Außentemperatur da abgekühlt. Aber die Sommer davor, wenn wir es da genutzt hätten, dann hätte sich das bestimmt bemerkbar gemacht. Wir hatten ja über 6 Wochen 30 Grad oder sowas. Das können wir und haben wir auch schon gemacht. Ja. Wir haben sich schon weiterempfohlen. Wir haben ja auch mehr oder weniger uns ein bisschen Feedback geholt von einer jungen Familie, die hier schon ein Wohngebiet mit ihnen gebaut hat. Mhm. Also ich würde ohne mit der Wimper zu zucken jedem sagen, baut mit Holzerziegel aus, weil das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Zusammenarbeiten von der ersten bis zur letzten Minute. Unbedingt. Ja, es war also sehr verbindlich. Der Termin wurde eingehalten. Als wir zusammensaßen, hatte der Verkäufer gesagt, ein halbes Jahr.
ist die Bauzeit und das hat auch geklappt, also auf die Woche genau. Ne? Das ist schon beeindruckend.